Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Tati am Start, Bargis ist endlich auch gekommen. Wir fahren jetzt zu einem neu entdeckten Katschenest. Bargis ist richtig begeistert. Wieso überhaupt? Was? Wieso bist du so Pikachu geil? Ja, wegen der Medaille, Mann. Die ist noch auf Bronze, wie die meisten von uns. Und wir haben nur noch 1, 2, 3 Bronzemedaillen und Pikachu ist die mit am Abstand schwierigste. Und die checken ja viele Nester in München ab, also nicht nur diese offensichtlichen, waren auch so zu kleineren. Und jetzt schauen wir mal, wie viel da kommt. Angekommen, direkt Pikachu gespawnt. Wieso redet denn der so Pikachu? Barge Schatz. Bei mir hat es noch nicht geladen, aber. Richtig saftig oder 8 Bonbons. Aber hier seht ihr schon, direkt Sightings Pikachu. Gutes Nest. Oh mein Gott, da ist es. Neben am Quapsel, oder? Oh mein Gott, ich steck jetzt aus. Wir sind angekommen, aber nach einem Park sieht es hier irgendwie echt nicht aus. Leute, Pikachu Sighting. Das ist das krasseste Nest. Das ist ein Parkplatz, Eure. Das ist da oben, glaube ich, alles. Wo? Aber kann auch sein, dass es der schon ist, den wir hatten. Aber wir können ja trotzdem mal hingehen. Okay, hier sind echt so Leute unterwegs. Ja. Komm lieber her, Barisch. Barisch hatte die Idee, sich zu trennen, aber Tati und ich folgen lieber den Menschen. Die sind da vorne stehen geblieben, also schauen wir mal, ob da irgendwas ist. Lass mal einen anderen. Marisch! Nudel, ich komm her! Hier! Mein Gott, wieso läuft der? Mein Gott, wo bin ich? Ich muss ihn beobachten. Ne? Bin ich irgendwo richtig, Tati? Ah, da ist er. Oh mein Gott. GPS hat mich nicht versagt. Warte, ich würde lieber den Leuten folgen machen. Bargisch wird auf der Strecke gelassen. Zwei! Bargisch! Bargisch! Was ist denn der Kerl? Wir müssen den Typen folgen, der ist echt krass. Er kennt mich, hat mich gleich erkannt, oder? Er hat dich erkannt! Er hat gleich gesagt, du bist immer da, wo wir auch sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich folge euch auf Schritt und Tritt, Mann. Nee.
wir beide bekommen. Super saftig. Direkt zwei Pikachus. War gleich nirgendwo zu sehen. Er wollte sich ja unbedingt trennen. Noch eins. Echt fettes Pikachu Nest. Ja, echt heftig. Nein, fahr nach Hause. Was ist das letzte Pikachu eigentlich jetzt? Patti, du stehst im Weg. Was hast du danach vor, Bagisch? Danach können wir doch Bodo mal zusammen, nicht? Oder wo willst du sonst hin? Ich weiß nicht. Bodo-Platz war schon echt saftig, weil da immer Dratini so regelmäßig. Gestern haben wir. Ja, wie lange willst du hier noch bleiben dann, circa? Bis 5 vielleicht. 5. Bis 5 dann Bodo-Platz. Wann würdest du kommen, vielleicht, wenn überhaupt? 6 Bodo-Platz. Oh, ja. Also, wenn ich schaffe, ich weiß es echt nicht. Was mit Pause, Mann? Gibt's keine Pause? Ich bin echt hungrig, aber Pikachu. Oh mein ich bin Gott. Noch hungrig auf Pikachu. Du kannst dir nichts kaufen. Wenn ich schaffe, dann komme ich heute echt noch, aber vielleicht ab 8, 9. Und dann bleibe ich auch so wieder 2 Stunden oder so. Also wenn Bordeaux-Platz überhaupt noch aktiv ist. Passt. Weil ich weiß nicht, was die Gruppe macht. Bleiben wir bis 5, 6 hier Pikachu Nest. Oh mein Gott, was? Die Medaille, Mann. Gold. Die schaffst du gar nicht. Die ladet Pikachu-Medaille und Elektro-Medaille auf. Aber die schaffst du gar nicht heute. Das weiß man nicht. 300 Ach, Stück. Natürlich, ich will Silber. Aber Silber schaffe ich auch nicht heute. Pikachu ist echt saftig, aber Tati musste die Jagd abbrechen. Ja, Mann, das erste Opfer. Er ging richtig leidend nach Hause, aber so richtig. Ja? Ja, okay, danke. Jetzt, wo Tati weg ist, können wir Klartext reden. Wir haben vielleicht eine verrückte Wette am Laufen. Jetzt, wer alle Medaillen und so bekommt. Ja, Mann. Deswegen. Sag diese Dreierziele, diese drei krassen. Es gibt 3 Ziele. Genau, Ziel Nummer 1, also Swahong City, die ist echt saftig, die ist echt gut. Also einmal 142 Pokémon. Und alle 3 gesehen. Und alle 3 gesehen im, genau, Dex, also Tauros, Kangama und Porenta. Dann alle Medaillen auf Gold, die ist richtig, das ist die schwierigste, glaube ich. Und dann nochmal Level 40. Richtig krass, 3 Ziele. Wer zuerst 2 von 3 hat, der gewinnt. Das ist mal eine echt harte Wette. Aber die Frage ist, um was wird gespielt? Das klärt sich noch. Aber bis dahin sammeln wir erstmal Pikachus. Bagisch hat mich da zu überzeugt, Rauch zu aktivieren. Ich bin gespannt. Vielleicht ist es eine Falle, damit er weiter vorkommt bei unserer Wette. Nein. Damit ich meine Ressourcen verbrauche. Nein, wenn ich Rauch hätte, würde ich auch jetzt einzünden. Weil das ist so abgelegen, ab und zu sieht man hier gar keine Pokémon. Da kommt absolut random was. Pikachu wieder bei Sightings. Bis jetzt noch keins abgehauen. Abgehauen nicht, aber tausendmal rausgesprungen wieder.
Letztes Pikachu. Für heute. Sehr wahrscheinlich das letzte. Ja, noch eins auf den Weg kommen. Echt komisch, seitdem Tati weg ist, als ob du halb so viele jetzt gespawnt hast. Mhm. Oh mein Gott, zwei Pikachu nebeneinander, das ist echt super saftig, Alter. Da war Hyperballonbeere drauf. Immer super saftig, du sagst es gar nicht. Das ist jetzt auch nicht so super saftig. Was? Das sind 4 Punkte auf Medaillen, 2 Pikachus. Und das waren gerade einfach mal so 16 Pikachu. Also das war jetzt echt das letzte Pikachu für heute. Oh mein Gott, noch einen Sighting. Gib nicht auf, die Welle ist wieder da. Das ist jetzt der letzte. Saftig drei nebeneinander. Das ist gerade die Welle. 122 Pikachu-Bomben. Oh mein Gott, geflohen. Der erste. Echt jetzt? Ja, Mann. Oh mein Gott. Das Superballo, du hast. Ja, Mann. Mit Berge, natürlich. Aber jetzt wirklich der letzte, weil ich keinen Akku mehr für Kamera habe, Mann. Echt jetzt? Ja, Mann. Egal, dann nimmst du halt nicht auf. Ich nehme mir nur die, wenn es Sighting kommt. Nee, das war auch so der letzte. Das hast du schon viermal gesagt, Tom. Nee, das ist echt der letzte jetzt, Mann. Also ich glaube dir nicht. Doch, doch, doch. Das war aber wirklich das letzte Pikachu, das wir dort gefangen haben. Das war echt ein fettes Nest. Solltet ihr auf jeden Fall mal abchecken. Ich kann jetzt mein zweites und drittes Raichu machen. Das werde ich jetzt auch machen. Also mein erstes war ziemlich schlecht. Das konnte nicht mal eine Donnerattacke. Man kriegt halt viele Bonbons während des Events, aber hauptsächlich sind die Medaillen wichtig. Also sollte man wahrscheinlich da nach dem Event hingehen, falls das Nest sich bis dahin nicht geändert hat. Ansonsten, wie immer, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab und endlich 2 Donnerattacken. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.